Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Inori LP und ich begrüße euch recht herzlich zu Leaving Lindau. Schön, dass ihr mit dabei sein möchtet bei diesem neuen Kurz-Let's Play von mir. Und ich kenne dieses Spiel noch nicht. Es ist für mich völlig blind. Das Einzige, was ich weiß, dass es nicht so lange geht. Und es ist die Vorgeschichte von Eastshade. Unten rechts sieht man auch @Eastshade. Da kann man das lesen. Das ist von den Eastshade Studios. Und ich habe einfach Lust gehabt, dieses Spiel jetzt zu spielen. Denn am Wochenende habe ich zusammen mit meinem Schatzel die letzten Folgen von Eastshade angeschaut. Und jetzt hatte ich einfach Lust, nochmal Eastshade zu besuchen, beziehungsweise Lindau zu erkunden. Und zwar aus einem anderen Blickwinkel. Mal gucken, was uns erwarten wird. Ich bin sehr gespannt. Wir werden vielleicht neue Gesichter sehen, vielleicht auch altbekannte Gesichter, wer weiß das schon. Und vielleicht werden wir neue Orte kennenlernen, vielleicht auch bekannte Orte, die wir schon mal in Eastshade gesehen haben. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Leaving Lindau. Ich breche heute auf, noch so viel zu tun. Und wir werden begrüßt von einer wunderschönen, sanften Musik. Im Hintergrund hört man dieses Meeresrauschen und die Möwen. Oh, das ist richtig schön. Da geht einem richtig das Herz auf. Also mir jedenfalls. Also ich finde sowas echt toll. Hier sind wir. Das ist unser Zimmer. Da haben wir einen netten Ausblick. Man sieht jetzt nicht ganz so viel, aber immerhin ein bisschen. Wir sind am Meer direkt. Und wir schauen uns erstmal hier um. Hier liegt ein Brief. Clara. Wir heißen also Clara. Auch ein sehr schöner Name. Herzliche Glückwünsche zu deiner Aufnahme in die Gilde der wissenschaftlichen Erkundung. Du wirst hiermit zum Junior-Meeresforscher auf einer Erkundungsfahrt in die nördlichen Meere ernannt. Wir haben die anderen Mitglieder deiner Crew damit beauftragt, dich am Hafen von Lindau abzuholen. Bitte stelle sicher, dass du die folgenden Materialien vor deiner Abreise bereitlegst. Also vieles haben wir schon, ne, vieles ist schon durchgestrichen und zwei Dinge brauchen wir noch. Wir brauchen einmal noch extra Schiffsuniformen und große Reisen. Ich denke mal, wird ein Buch sein oder sowas in der Art. Wir freuen uns darauf, von deinen Entdeckungen zu hören. Alle Augen zum Horizont. Ein sehr schöner Satz. Wir sind also Clara. Und Clara bricht heute auf, es ist ihr letzter Tag auf Lindau, um der Gilde der wissenschaftlichen Erkundung beizutreten. Wir werden also ein Junior-Meeresforscher. Ich muss noch einige Sachen mitnehmen. Ja, ein bisschen hast du noch was zu tun. Das ist eine Uniform, eine Einheitsgildenuniform. Aber wir brauchten, glaube ich, noch eine andere, oder? Extra Schiffsuniform. Ich denke mal, das ist was anderes. Ja, wir interessieren uns sehr für Wissenschaft, wie man auch hier sieht. Ein schönes Zimmer. Ich überlege gerade, ist das eine Herberge oder ist das unser richtiges Zuhause? Weiß ich jetzt nicht. Aber wir scheinen auch noch sehr jung zu sein, wenn wir Junior-Meeresforscher werden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt wir sind, aber... Hier ist ein Bild. Zeichnung vom Cousin. Ich werde meinen kleinen Cousin Thomas vermissen. Er ist so niedlich. Tja, und da haben wir schon mal einen bekannten Namen aus Eastshade. Das ist Thomas. Und zwar haben wir Thomas auf seinem Hof kennengelernt. Damals bei Eastshade. Er hat uns gebeten, ihm zu helfen, denn seine Äpfel wurden geklaut. Und er beherbergt so einen kleinen Hof, zusammen mit seiner Tochter. Und da sind wir doch der Apfelspur gefolgt in Eastshade. Und da haben wir zwei kleine Affenkinder gefunden, die einfach sehr viel Hunger hatten. Und sie haben sich verlaufen und haben auch ihren Vater verloren. Und Thomas hat sie aufgenommen. Bei sich erstmal. Und später kam dann auch der Vater. Den Vater haben wir dann ja auch gefunden. Und dann gab es eine fröhliche Familienzusammenführung.
Ja, schön. Thomas, den mochte ich auch ganz gerne. Schön, wieder von ihm zu hören. Das ist also unser Cousin. Interessant. Ein Vorhang. Ich dachte eben, das wäre erst ein Spiegel. Aber das ist ein Vorhang. Also ich denke mal, es ist unser Zuhause. Da ist auch noch ein Brief. Da war mal ein Mädchen, das starrte aufs Meer und zeichnete Seeanemonen. Sie studierte das Wasser und jagte auch Otter. Und die armen Otter. Das Mädchen studierte gar vielerlei Dinge. Eines Tages, da segelt das Mädchen fort. In einem großen Schiff an einen anderen Ort. Sie findet neues Land und schläft dort im Sand und studiert gar vielerlei Dinge. Tut mir leid, dass das Gedicht so furchtbar ist, aber ich glaube, es passt trotzdem zu dir. Oh, mit einem kleinen Herzen hinten. Ein lieber Jakob. Keine Ahnung, wer Jakob ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es entweder ihr bester Freund ist oder vielleicht haben die noch eine engere Bindung zueinander. Vielleicht ist er auch in sie verliebt oder sie in ihn, vielleicht auch gegenseitig. Werden wir vielleicht noch erfahren. Auf jeden Fall haben sie eine sehr enge Bindung zueinander. Das ist Jakob. Genau, vielleicht lernen wir Jakob ja auch nochmal direkt kennen. Aber ein sehr schönes Gedicht. Ich meine, er hat sich auf jeden Fall sehr viel Mühe gegeben für sie. Hier kann ich ranzoomen. Hier ist noch ein Raum. Ups. Auch sehr schön, ne? Also hier zu wohnen ist echt toll. Könnte ich mir vorstellen. Auch so mit den Geräuschen so. Mit den Möwen und das Meer vor der Haustür. Die Blumen sind auch richtig schön. Die gefallen mir auch sehr gut. Sehr hübsch. Und sie duften. Ah, herrlich. Sehr muckelig hier. Muss ich sagen. Also mir gefällt es hier. Hier kann man auch baden, mitten im Schlafzimmer. So war das damals. Wunderschön. Gefällt mir gut. Da ist noch irgendwie ein Speicher, oder ein Dachboden, wie auch immer. Kann man hier ran? Nö, hier kann ich gar nichts machen, ne? Na gut. Ich würde mich jetzt einfach aufs Bett legen und den Geräuschen lauschen. Das würde ich jetzt machen, wenn ich wirklich hier stehen würde. Aber kann ich leider hier nicht. Ich gehe runter. Okay, ich glaube, es ist wirklich unser Zuhause. Ich spreche mal mit ihr. Ah, lesen tue ich gleich. Amatue. Ja, das ist unsere Mutter. Sie sieht ein bisschen unheimlich aus mit den Augen, aber weiß nicht, vielleicht ist sie auch einfach vom Dämon besessen. So ist das manchmal bei Frauen. Guten Morgen, meine Kleine. Ich habe dir diesen Korb mit Leckereien zusammengestellt. Sie werden nicht lange halten, aber ich hoffe, sie erinnern dich an dein Zuhause. Oh, es geht mir voll ans Herz. Es ist voll lieb. Oh, sie hat extra so einen Korb mit Leckereien für uns zusammengestellt, damit wir uns an Zuhause auch erinnern und an sie denken. Oh, und ich habe mich daran erinnert, wie seekrank du immer auf den Paddelbooten geworden bist. Ich kann mir kaum vorstellen, wie schlimm das auf der Expedition sein wird. Okay, wir sind seekrank. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung dafür. Ich weiß, dass wir hier irgendwo ein Gegenmittel gegen die Seekrankheit haben. Dein Vater hat das auch immer gebraucht. Schaust du mal auf dem Dachboden nach? Ja, das mache ich. Du musst diese verdammte Zugstange finden. Ja, mache ich, liebe Mutter. Dann koch mal weiter dein Süppchen. Also sie ist auf jeden Fall sehr, sehr lieb. Wirkt erstmal ein bisschen unheimlich, aber sie ist sehr lieb. Oh, ein Schiff. RSS Turtle, die erste ihrer Klasse und die erste, die das Neidanische Meer überquerte. Ich liebe Schiffe. Voll schön. Shadian Post, Lindau Rebiles
Oh Gott, warum steht das da auf Englisch da oben? Nach nur 4 Monaten des Wiederaufbaus leuchtet Lindau schon voller Hoffnung, eine moderne Stadt zu werden. Okay, wir sind also gerade im Wiederaufbau, beziehungsweise nach nur 4 Monaten des Wiederaufbaus, also Lindau wurde wieder aufgebaut. Nachdem die Hafenstadt komplett von einer Schlammlawine zerstört wurde, zogen viele Einwohner Lindaus nach Narva, um an einen etablierten Ort wieder auf die Beine zu kommen. Trotzdem waren einige engagierte Lindauer nicht gewillt, ihre Gemeinschaft aufzugeben. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Stadt Lindau auf trockenem, sicheren Grund neu aufzubauen. Durch einen brandneuen Hafen wurde der Handel auch wieder neu belebt und Lindau ist auf dem besten Weg der Genesung. Genau, da haben wir schon in Eastchat von gehört, dass Lindau von einer Lawine überrascht wurde und zerstört wurde. Und hier wurde Lindau wieder aufgebaut. Es gab einige Leute, die einfach Lindau nicht fallen lassen wollten und haben Lindau wieder aufgebaut. Sehr engagiert. Diese Leute stehen zu ihrer Heimat. Oh, hier sind überall so schöne Blumen. Richtig toll, ich mag sowas. Frische Blumen. Ob Vater wohl stolz auf mich wäre? Bestimmt. Gibt es den Vater nicht mehr? Oder wo ist der? Was sie sagt, wäre. Naja. Was ist hier? Da ist doch die Zugstange. Mutter, die Zugstange stand einfach in der Ecke. Von wegen, du weißt nicht, wo die ist. Vielleicht sehe ich diese Aussicht nie wieder. Na, mal den Teufel nicht an die Wand. Ich schreibe ein letztes Mal, um meinen Unmut mit dieser Entscheidung auszudrücken. Clara ist noch ein Kind. Warum lassen wir sie einen Pfad einschlagen, der sie und ihre Familie zerstören kann? Hast du wirklich über die Risiken dieser Expedition nachgedacht? Machst du dir über die Sicherheit deiner eigenen Tochter überhaupt Gedanken? Halte sie auf, bevor es zu spät ist. Entsorge deinen Bruder. Ja, das ist wohl unser Onkel. Das ist wohl anscheinend der Bruder von unserer Mutter. Weil vom Vater wahrscheinlich eher nicht, weil ich glaube, der Vater ist gestorben. Ich bin mir nicht so sicher, aber es hat sich eben so angehört, weil ich gesagt habe, ob Vater wohl stolz auf mich wäre. Darum gehe ich davon aus. Also er scheint nicht hier zu sein. Entweder ist er gestorben oder er ist einfach nicht hier. Ja, der Onkel macht sich sehr, sehr große Sorgen. Ich kann das nachvollziehen, dass man sich Sorgen macht, gerade bei so einer großen Expedition. Das ist ja natürlich jetzt keine kleine Sache. Kann ich schon verstehen. Aber ich sag mal so, wenn Clara das gerne möchte und das ihr Traum ist, dann solle man sie nicht aufhalten. Große Reisen. Die nördlichen Meere sind größtenteils unerforscht. Forscher gehen davon aus, dass diese Gewässer riesig sind und kleinere Expeditionen haben zahlreiche Inseln mit diversen Lebewesen und Gemeinschaften zutage gefördert. Aufgrund der unberechenbaren und rauen Gewässer sind schon viele Erkundungsschiffe beim Versuch, neue Kontakte herzustellen und Forschung zu treiben, verloren gegangen. Das wirst du brauchen, das ist große Reisen, das haben wir schon mal entdeckt. Und darum macht sich der Onkel wahrscheinlich auch Gedanken und Sorgen. Weil man immer wieder hört, dass Schiffe einfach verschollen sind, nicht wieder auftauchen. Und natürlich hat er Angst um Clara. Ah! Ich wurde erstmal erschlagen von der Treppe. So, Mutter, du hast kein Kind mehr. Ich liege hier. Also, noch hast du ein Kind, aber ich bin erschlagen worden. Hilf mir bitte. Immer meiner Mama ist das egal. Die bleibt da einfach eisern am Kochen. Gut. Muss ich mich selbst verarzten hier. So, was haben wir denn jetzt hier? Seekrankheitsmedizin, eine Mischung aus Ingwer und Pfefferminz. Funktioniert ganz gut. Ich meine, Pfefferminz kann ich noch vertragen, aber naja, Ingwer ist schon was anderes. Ich hoffe, dass ich mich schnell an den Seegang gewöhne. Das muss in der Zwischenzeit helfen. Mhm. Gut, dann haben wir das. Ich glaube, mehr war jetzt hier auch nicht. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch andere Uniformen. Ich bin gespannt, ob wir gleich irgendwas sehen draußen, was uns an Eastchat noch erinnert. Ey! Ich muss mit dem zurechtkommen, was in diesen Koffer packe.
Ich frage mich, warum ich überhaupt so viel Kram in mein Zimmer habe. Alles gepackt. Oh, ich habe schon alles gepackt? Ach so, die Uniform, die habe ich da schon reingepackt und das Buch habe ich auch. Oh Gott, das ging jetzt aber schnell. Ich habe meinen Koffer jetzt schon. Also es scheint wirklich nicht lang zu gehen, dieses Spiel. Ich würde jetzt nochmal zu meiner Mutter gehen. Ich finde das hier richtig muckelig. Richtig schön, muss ich sagen. Mir gefällt das Zuhause richtig gut. Auch mit diesen Etagen. Und dann dieses Geländer und man kann nach unten gucken. Und dann, naja, diese Aussicht sowieso. Und dann der Kamin und die Sonne scheint hier so schön rein. Das ist richtig toll. Also hier würde ich auch gerne leben, muss ich sagen. Echt schön. Finde ich toll. Und hier auch mit der Küche, die ist riesengroß und man hat hier gleich so einen Blick auf den Esszimmertisch und auf das Wohnzimmer. Akri. Oh, du bist mit dem Packen fertig. Du hast einen arbeitsreichen Tag vor dir. Genieße ihn. Ich treffe dich dann heute Nachmittag am Hafen. Also sie wird uns definitiv nochmal verabschieden. Ich bin gespannt, ob wir noch Jakob treffen. Durch den Wald spazieren, den Hof meines Onkels besuchen, das Teehaus besuchen. Ich soll ins Teehaus? Den Hof meines Onkels besuchen. Das mache ich jetzt. Die Sonne scheint hier gerade ein wenig rein. Veränderung ist nicht immer leicht. Und da gebe ich dir recht, das ist immer ein großer Schritt, auch für Veränderungen bereit zu sein. Und man kennt das ja selber, auch ich momentan. Bei mir verändert sich jetzt auch sehr, sehr viel, weil ich umziehe von meiner Heimatstadt nach Bayern zu meinem Schatzel. Das ist auch eine große Veränderung, aber auch eine Veränderung, auf die ich mich sehr freue. Das ist eine schöne Veränderung. Und daran musste ich gerade denken. Und hier den Hof kennen wir aus Eastshade. Wir sind jetzt auf dem Hof meines Onkels und Thomas ist ja mein Cousin und der hat den Hof ja später übernommen. Das finde ich richtig schön. Guckt mal. So wie in Eastshade. Oh, richtig toll. Auch hier der Hintergrund da hinten. Das ist Eastshade. Das ist... Oh, toll. Da kommen jetzt richtig Erinnerungen wieder hoch an mein Let's Play von Eastshade. Als ich noch klein war, bin ich aus Versehen auf einen Blütenbeutelsetzling getreten. Onkel hat mich lange nicht mehr auf den Hof gelassen. Süß. Niedlich, da steht ein Männchen. Ich hoffe, das ist keine Voodoo-Puppe. Da kann ich irgendwas machen. Oh. Ich gucke mich erstmal um, bevor ich reingehe. Hier, da sind die Äpfel und auch Kartoffeln. Ich will mich hier einmal umsehen. Aber man muss auf jeden Fall den Mut haben zur Veränderung. Und, das ist wieder so ein Männchen. Und, das ist natürlich immer ein großer Schritt. Ich habe so viele Sommer mit dieser Schaufel verbracht. Liebe Wohlschaufel, ich werde dich nicht vermissen. Okay. Wahrscheinlich musste sie hier mithelfen zum Arbeiten. Kann ich mir jetzt vorstellen. Berührt mich gerade wirklich, dass wir hier auf diesem Hof sind. Weil es ist ja noch gar nicht so lange her, dass ich Eastshade gespielt habe. Und da war ich auch auf diesem Hof. Wir gehen mal hinein. Oh, hier ist auch ein schöner Platz. Die Musik ist auch sehr bekannt. Im Hintergrund gerade. Die läuft auch bei Eastshade, bin ich der Meinung. Ach, mein Onkel ist gar nicht da. Schade. Blütenbeutelbuch. Crassula natantis. Gemeinhin bekannt als Blütenbeutel, ist in der Lindau-Region von Eastshade heimisch. Die Blüten des Blütenbeutels sind mit einer Mischung aus Luft, zähflüssigem Saft und Samen gefüllt. Wenn sie ihre volle Größe erreichen, fallen die Blüten zu Boden, brechen auf und verteilen ihre Samen. Wenn sie geerntet wird, bevor sie reif ist, verhärtet sich die Blüte in einer hohle Kugel, die zum Auftrieb genutzt werden kann. Bruder, ich verstehe deine Bedenken und glaube nicht, dass ich sie nicht teile, aber ich kann keinerlei Mitgefühl für dein Verhalten Clara gegenüber aufbringen.
Verdient sie wirklich die Schuldgefühle, mit denen du sie vor der wichtigsten Entscheidung ihres Lebens belastest? Diese Wahl ist nicht meine oder deine und diese Entscheidung betrifft dich auch nicht allein. Versuche doch einmal an Claras Glück zu denken. Denke darüber nach, was sie gerade empfindet. Du verlierst ihre Nähe nur für ein paar Jahre. Hab Acht, dass du nicht auch noch ihre Liebe und ihr Vertrauen verlierst. Deine Schwester. Ein Brief, der mir auch sehr nahe geht. Sie hat vollkommen recht. Natürlich kann man seine Bedenken verstehen, seine Angst. Aber man muss natürlich auch an Claras Glück denken. Sie möchte das unbedingt und das ist einfach ihr Wunsch und den sollte man nicht entgegentreten. Und man sollte versuchen, ihr eher zu helfen und für sie da zu sein bei dieser großen Veränderung, anstatt dagegen anzustehen. Und mit diesem wunderschönen Brief beende ich den ersten Part von Leaving Lindau. Ich bin gespannt, was uns noch erwarten wird, wen wir noch treffen werden. Ich hoffe, euch hat der erste Part von Leaving Lindau gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich sehr über euch freuen. Bis dahin sage ich ciao und auf Wiedersehen. Eure Inori Eppi.